Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Beyond the Souls, wo wir hier gerade in ein Labor sind und einen Kondensator aufhalten müssen. Und alter Schwede, wir haben gerade gegen einen Typen gekämpft, sie musste zum ersten Mal jemanden töten. Und wieder eine Erinnerung. Bleib bei mir, okay? Was meinst du? Alter, das gefällt mir ja gar nicht. Da steht 100 pro einer auf. Der Kondensator ist nah. Ich fühle das Echo der anderen Seite. Lass uns vorsichtig sein. Möglicherweise kommen wir ungesehen durch. Einfach gewesen. Oh.
einfach nicht eher das Tor aufmachen? Okay. Wer hat denn die Schlüsselkarte denn jetzt nun? Kurz bedenken. Alter! Komm schon! Geh auf, verdammt! Was ist das so? Irgendwas passiert da. Der Energielevel im Kondensator steigt immer noch weiter. Wir müssen ihn jetzt runterfahren. Los! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Thank you.
Ein Portal zur anderen Seite. Du hast mich verarscht. Herr im Himmel, das wird gleich ein Akt. Ich will nicht. Ich sprinte ganz schnell zur Konsole. Ich renne und du beschützt mich vor den Existenzen, okay? Halli Jolie. Was machst du da?
Konsole. Aiden, bist du da? Jody, ich hätte dich da niemals reinschicken dürfen. Es ist alles meine Schuld gewesen. Es war meine Schuld. Mein Gott, ich hatte solche Angst, dich zu verlieren, Jody. Lass nicht zu, dass sie das wieder tun. Wenn sie ein Portal öffnen, wird alles verloren sein. Der Kondensator. Portal geschlossen. Kondensator ausgeschaltet. Ja, ist ja klar. Oh Gott, 10% nicht. Yeah, yeah, yeah. Besessene Wissenschaftler umgebracht. Ja. Ich dachte, wir hätten den nicht umgebracht. Leiche zum. Zum Schelling. Schanzenling übersehen. Okay. Na gut, ich würde dann sagen, ich beende erstmal die Folge. Und wir sehen uns ein, weil die Folge war schon echt heftig. Und gleich noch, dann lass uns was aufnehmen. Oh, yeah, yeah, das kann interessant werden. Auf jeden Fall, wie gesagt, das war's von mir. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Beyond Two Souls. Ciao mit V.